Ja, herzlichen Grüß Gott jetzt noch an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir haben noch ein paar Gäste dazugekommen. Wir freuen uns, euch hier aus Berlin, aus dem Capital Club hier am Gendarmenmarkt begrüßen zu dürfen. Wir haben eine spannende Runde zusammengestellt zu dem Thema Digital Markt Act. Wir, das ist der Mittelstand natürlich, der auch die Carola sehr stark unterstützt im Vorstand. Du darfst jetzt das erste Wort sagen. Lieber Werner, es ist schön, dass du es nicht gemerkt hast. Ich hatte es schon, von dem her alles bestens. Nein, also ich freue mich wirklich sehr, dass wir diese hybride Veranstaltung hingekriegt haben, weil im Gegensatz zum Andi habe ich momentan noch Corona. Nicht zum Andi, Entschuldigung, bitte keine Missverständnisse, sondern genau, zum Werner. Also ich bin noch mittendrin statt nur dabei, aber dafür bin ich dann zukünftig geimpft, genesen, getestet, alles, was man so braucht. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig dabei zu sein. Es tut wirklich gut, mal wieder viele andere Menschen zu sehen und über ein so spannendes Thema zu diskutieren. Also von dem her auch in der digitalen Welt herzlich willkommen. Ich bin auch diejenige, die den Chat monitoriert, also schreibt gerne rein. Ich würde auch gerne vielleicht ein, zwei Umfragen mit euch starten, wenn es die Technik zulässt, einfach auch um zu hören, wie so eure Meinung dazu ist. Aber bitte nehmt euch auch gerne das Wort, wenn ihr was beitragen mögt. Also ihr seid Teil des Ganzen und nicht nur Zuhörer. Das möchte ich nochmal explizit betonen an dieser Stelle. Ja, Digital Markets Act. Ich weiß nicht, ob wer sich da ein bisschen besser auskennt. Ist ein hochaktuelles Thema. Auch hier geht es mal wieder darum, ich sage mal, Europa eine gewisse Stärke zu geben, ob das der richtige Weg ist, wie es passiert gerade. Deswegen sitzen wir eigentlich gerade da, wollen uns ein bisschen unterhalten, haben entsprechend auch unsere Gäste eingeladen. Wir stellen dann nach und nach dann gerne vor. Als erstes würde ich natürlich zum Thema unserem Präsidenten Andi Keck zu Wort kommen lassen und das ganz schnell sagen. Danke. Ja, erstmal herzlich willkommen in dieser Runde. Schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Digital Markets Act, wir sind hier am Rumexperimentieren. Wir haben jetzt bis gerade noch richtig Stress gehabt, weil einmal kurz das WLAN vom Hotel zusammengebrochen ist. Und wir sind jetzt tatsächlich über ein 5G-iPhone steuern wir das Ganze hier. Wir haben verschiedene Kameras, die hier noch mit aktiv sind. Mein Sohnemann geht zum Beispiel jetzt gerade mit der Handycam rum und versucht, das Bild hier noch mit einzufangen. Schöner Versuch mit Technik, mit digitaler Technik, neue Wege zu gehen. Also verzeiht, wenn es nicht alles so perfekt funktioniert, hätte natürlich auch für 25.000 Euro ein Fernsehteam organisieren können. Aber das wollten wir jetzt auch mal so einfach versuchen. Digital Architect ist ein Gesetzentwurf der EU, der die großen Player im Internetmarkt wenig regulieren soll. So habe ich es verstanden. Da können wir gleich noch hören, wie das funktioniert und was da genau dahinter steht. Wir haben uns die Frage gestellt und wir waren ja auch sehr dankbar, dass die Connected Commerce Council auf uns zugekommen ist und sagt, könnt ihr mal nicht dazu mal das auf den Tisch bringen, weil wir würden gerne mal darüber reden. Und wir fanden die Idee sehr gut, darüber zu reden. Hinter Connected Commerce Council stecken die Player, die ein Stück weit davon betroffen sind, ganz offen gesagt. Natürlich Google, Amazon, Facebook und die großen Player, die von diesem Digital Markets Act betroffen sind, die sollen nämlich reguliert werden, die sollen eingehaust werden ein Stück weit. Was das wiederum ist, und das ist die Frage, die wir uns stellen, die Gatterer hier in unserer Runde als Präsident vom BDS Deutschland, Stimme des Mittelstands, haben uns die Frage gestellt, was bedeutet das denn dann für uns kleinere Unternehmen? Einmal für die Großen, aber natürlich gibt es oft mal bei politischen Initiativen, wenn ich gleich mal an die Herren hier aus der Politik schauen darf, oft mal gern Kollateralschäden in den Mittelstand rein. Und das wollen wir gerne vermeiden und deswegen wollen wir das Gespräch mit euch suchen. A, wollen wir verstehen, um was geht es da? Das ist das eine. Und zum Zweiten wollen wir gucken, dass wir vielleicht noch einnehmen können, dass nichts Schlimmes sozusagen auf die mittelständische Wirtschaft zukommt. Perfekt. Danke dir. Dann kommen wir vielleicht zu unserem nächsten Gast. Mitchell, danke, dass du dabei bist. Du vertrittst das 3C-Konsortium. Was das genau ist und wer du bist, stelle ich bitte kurz vor. Ja. Also ich heiße Brandon Mitchell, ich komme aus Brüssel. Ich bin ursprünglich Amerikaner, bin in Europa seit 30 Jahren, auch 8 Jahre in Deutschland gelebt
Ich bin auch dabei heute als Kleinunternehmer, also ich bin Sommelier und ich organisiere Weinverkostungen in Brüssel auf monatlicher Basis und verkaufe auch Weine in einem bescheidenen Umstand. Vor allem griechische und portugiesische Weine, weil sie in Belgien ziemlich unbekannt sind. Und ich benutze unter anderem die Werbung, um neue Kunden für meine Weinverkostungen zu gewinnen. Deswegen bin ich auch da. Denn, zu sagen, warum es mir auch persönlich geht in dieser Geschichte. Also ich bin hier als Sprecher von der Connected Cars Council, als Sponsorin von der Veranstaltung. Da sehen Sie die Logos der verschiedenen digitalen Plattformen, die ich selber benutze. Eventbrite, um die Einladungen für die Weinverkostungen rauszuschicken, MailChimp auch, um sie rauszuschicken. Und während der Covid-Pandemie konnte ich nicht mehr persönlich die Weinverkostungen organisieren, also musste ich das online machen, wie alle. So ging ich auf Zoom, ich habe eine Webseite ins Leben gerufen, da benutze ich WordPress und Stripe als Bezahlungsplattform, PayPal als Bezahlungsplattform und das Ganze läuft auf Google My Business. Also das ist meine Webseite, Host und Betreiber. Auf die nächste Frage bitte. Und ich bin hier, also wir haben schon in der Einladung ein bisschen besprochen, was worum es hier geht mit der Digital Markets Act und Digital Services Act. Wie wir schon gehört haben, will die Europäische Kommission vor allem die sehr, sehr großen Firmen wie Google, Facebook, Amazon regulieren und mehr Wettbewerb in diesem Markt haben. Wir finden das gut, wir haben nichts dagegen. Aber wir finden auch, dass es Gefahr gibt, dass es diese Art Collateral Damage geben könnte, weil es hier um einen Wettbewerb zwischen den Großen und den sehr, sehr Großen geht. Und die DMA, die Digital Markets Act, ist so weit gefasst, dass er gewisse Dinge verbieten könnte, wie die gezielte Werbung, die für alle kleinen Unternehmer sehr, sehr wichtig ist. Und nicht nur kleine Unternehmen, die großen Unternehmer auch. Im Zusammenhang mit dem Connected Commerce Council arbeiten wir daran, Kleinunternehmer darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Initiative in Brüssel gibt, dass diese Initiative vielleicht Auswirkungen auf das Geschäft von den Unternehmern haben könnte und dafür Stimmen zu gewinnen, die sich dafür aussprechen, die digitalen Werkzeuge, die sie heute benutzen und für nützlich halten, weiterhin nutzen zu können. Darum geht es dann eigentlich. Und von der gezielten Werbung habe ich schon gesprochen. Im Europäischen Parlament ist das jetzt schon vorbei. Diese Initiative geht jetzt in das, was man in Brüssel die Trilog nennt. Das ist ein Gespräch zwischen der Europäischen Kommission, Europäischem Parlament und dem Council, dem Europäischen Rat. Und sie versuchen dann einen Kompromiss zu finden zwischen dem, was ursprünglich vorgeschlagen wurde von der Kommission und das, was jetzt von dem Europäischen Parlament in zusätzlichen Anträgen zugekommen ist. Unter anderem Beschränkungen auf diese digitale Werbung. Und wir wollen wirklich nur unterstreichen, dass die Kleinunternehmen für Europa wirtschaftlich ungeheuer wichtig sind. Das sind 99% aller Unternehmen in Europa. Auf diesen kleinen mittelständischen Unternehmen entfällt die Hälfte der europäischen Wirtschaftsleistung. Und diese Unternehmen haben sehr unter Covid gelitten. Viele, wie Sie wahrscheinlich aus dem persönlichen Experience kennen, die haben pleite gemacht oder die werden vielleicht noch pleite machen. Aber wir haben festgestellt durch gewisse Umfragen, dass die Unternehmen, die diese digitalen Werkzeuge aktiv benutzen, besser aus der Krise rausgekommen sind und sogar gewachsen sind während der Krise, als diejenigen, die diese digitalen Werkzeuge nicht benutzen. Und daher sagen wir, wenn Europa jetzt, wenn Brüssel und die Europäische Union jetzt irgendwelche Gesetze machen will, die diese digitalen Werkzeuge einschränken, dann sollen Sie zumindest von den kleinen Unternehmen hören, was das für Sie auf Auswirkungen
Auswirkungen haben könnte und diese Absicht, diese, wie sagt man, diese Meinung mit berücksichtigen. So, also nichtsdestotrotz, wir gehen hier weiter im Programm und begrüße Dr. Jens Neitzel an meiner Seite, seines Zeichens Partner bei CMS und auch aktiv in den einen oder anderen Verbänden. Also schön, dass du auch beim German Mittelstand aktiv bist. Danke dir. Und ja, DMA ist, wir reden heute darüber. Jetzt haben wir ja schon mal, sage mal, das Wort gehört, was von 3C eben, was DMA ist. Jetzt hast du auch uns auch ein bisschen einen Impuls sozusagen mitgegeben und um uns auf einen Level zu heben, dass wir auch, sage ich mal, den rechtlichen Rahmen ein bisschen besser verstehen. Aber stell dich bitte selber nochmal erstmal kurz vor und dann gehen wir auf deine Präsentation. Genau, also ich bin seit mehr als 20 Jahren als Partner bei CMS tätig in den Bereichen Telekommunikation und regulierte Industrie. Und das Thema, was jetzt sozusagen auf der Wand steht, oder vielmehr zu sehen ist, Digital Markets Act, wird natürlich auch demnächst zahlreiche Anwälte, leider beschäftigen wahrscheinlich. Wir werden auch gleich sehen, warum. Ganz klar ist das alles nicht so, aber vielleicht in die Richtung der KMUs, vielleicht kann ich Sie ein bisschen beruhigen. Ich habe mal die Hoffnung, dass die Schwellenwerte nicht erreichen. Da können Sie ganz, ganz ruhig nach Hause gehen, aber kommen wir gleich zu. Die nächste Seite bitte. Fangen wir mal an, was sind die Gründe, weil das nicht schon am Anfang kurz dargestellt wurde für den Verordnungsentwurf. Also das ganze Thema, es geht am Ende des Tages um Plattformregulierung. So, und Hintergrund des Ganzen ist, man hätte sich natürlich jetzt aus juristischer Sicht überlegen können, warum will ich das überhaupt regulieren? Haben wir nicht genug Gesetze, die das regulieren kann? Wir haben das Kartellrecht, wenn wir also der Meinung sind, es gibt Plattformen, die sind zu marktmächtig, dann kann ich doch einfach schauen, wenn die ihre Marktmacht missbrauchen, reicht das? Die Kommission ist der Auffassung, das reicht nicht. Wegen insbesondere der Bedeutung der Online-Plattformen. Und man hat versucht, verschiedene Sachen, kommen wir gleich zu regeln. Und das ist etwas, genau genommen, eigentlich eine Mischung, was man da gemacht hat. Man hat versucht, verschiedene unlautere Praktiken zu verbieten oder wenig verbieten. Das sehen wir gleich alles auf. Hintergrund des Ganzen ist halt, dass man fürchtet, dass gerade sehr große Plattformen einfach zu viel Macht ansammeln und man mit den normalen Regularien da nicht zu Potte kommt. Und genau genommen möchte man halt auch gerade für Endnutzer, für gewerbliche Nutzer, die diese Plattform nutzen, genau genommen natürlich auch verschiedene Wahlmöglichkeiten offen halten. Das sind so im Einzelnen die Hintergründe. Nächste Seite bitte. Genau, die Zielsetzungen kann man auch alles in dem Vorschlag nachlesen, nochmal kurz zusammengefasst. Also wie gesagt, es sollen die markantesten Fälle, wie es da so schön heißt, von unlauteren Praktiken und geringerer Bestreitbarkeit angegangen werden. Das erinnert so ein bisschen an das Lauterkeitsrecht, also klassischerweise das Wettbewerbsrecht. Haben wir ja auch. Also wieso macht man das? Fragezeichen. Der zweite. Und Online-Plattformen sollen ihr Potenzial voll enthalten können. Finde ich ganz interessant, weil jede Online-Plattform, die jetzt demnächst unter diese Regulierung fällt, wird natürlich sagen, mein Potenzial kann ich viel besser ohne die Regulierung entfalten. Aber darum geht es, glaube ich, auch nicht so richtig. Aber ich glaube, die dritte Zielsetzung ist die entscheidende und es geht tatsächlich um das Wettbewerbsumfeld. Also man will gerade verschiedene Praktiken verhindern, die man in den letzten Jahren festgestellt hat. Und will damit genau genommen Endnutzer, sagte ich ja schon, gewerbliche Nutzer schützen. Nächste Folie bitte. Das Ganze dann im Juristendeutsch sieht so aus, also Gegenstand, im Gegenstand der Verordnung wird das dann nochmal wiederholt. Soll also eine Harmonisierung stattfinden. Die Kommission hat hier eine Verordnung gewählt als Norm. Und das führt dazu, wenn die dann mal in Kraft tritt, also durch die Trilog-Gespräche durch ist und komplett verabschiedet wurde, dann gilt sie, also wie es vorgesehen ist, 600 nach Inkrafttreten nach Amtsblattveröffentlichung, anders als klassischerweise Richtlinie. Die müsste man ja erst mal national umsetzen. Das dauert dann wieder mit den Ländern. Also hat man hier in allen europäischen Ländern dann ab dem Stichtag X praktisch dieses als geltendes Recht. Im Anwendungsbereich, und da kommen wir schon ein bisschen zur Beruhigung der KMUs, es geht tatsächlich nur um zentrale Plattformen.
sind zentrale Plattformdienste. Nächste Seite bitte. Das sind nur die, die abschließend dort genannt sind in der Verordnung. Und es kann natürlich sein, dass mir jetzt per se erstmal darunter fällt, unter die Begrifflichkeit, heißt aber auch noch nichts. Also ganz klassisch Online-Vermittlungsdienste. Also genau genommen sind das Plattformen, wo man Waren handelt, einfach ausgedrückt. Also es geht nicht um Partnervermittlung oder so, sondern tatsächlich um Waren und Dienstleistungen. Könnte Partnervermittlung auch drunter. Online-Suchmaschinen, genau. Und dann die Online-Dienste der sozialen Netzwerke, also nicht soziale Netzwerke als solche, sondern nur deren Dienstleistungen, Video-Sharing-Plattformen. Der ein oder andere Name ist ja heute schon gefallen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal Werbung machen soll für Zoom, dann kriege ich wahrscheinlich Ärger mit den anderen. Für Mitglieder darfst du immer Werbung machen. Wunderbar. Nächste Seite, bitte. Genau, und dann noch die vier anderen Nummern, unabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste fallen auch drunter, was vielleicht ein bisschen verwundert, weil dafür haben wir ja eigentlich das Telekommunikationsrecht, wo die eigentlich auch schon drunter fallen. Wieso fallen die jetzt hier nochmal drunter? Die Systematik versteht man gleich. Ach, ein paar Sätzen weiter. Betriebssysteme, Cloud-Computing-Dienste, die sind genau genommen jetzt ja schon erfasst, sicher durch Sicherheitsaspekte, durch die NIS-Directive, die auch gerade wieder überarbeitet wird, wo ich dann gewisse Vorfälle melden muss unter Umständen und der ganze Bereich Werbedienste. So, wenn man das jetzt erstmal sich anschaut, würde man denken, oh, macht das irgendwas davon, kann ich da jetzt runter? Wahrscheinlich nicht. Nächste Seite, nämlich. Genau genommen geht es darum, Voraussetzung, die Verordnung oder die Kommission hat sich ein Verfahren überlegt, dass man nicht, die hätte ja sagen können, die und die Dienste fallen per se unter diese Regulierung und das gilt und das und das gilt nicht. Das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat einen neuen Begriff eingeführt, den des Gatekeepers. Sie hat gesagt, also ein Betreiber zentraler Plattform, der eine dieser Kategorien, die wir gerade gesehen haben, betreibt, den reguliere ich dann, wenn diese drei Kriterien erfüllt sind. Also erstens muss es erhebliche Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben, dieser zentrale Plattformdienst. Das ist, wie gesagt, vielleicht die erste Beruhigung. Also es geht um einen Jahresumsatz hier im europäischen Wirtschaftsraum von mehr als 6,5 Milliarden Euro. Das schafft, glaube ich, nicht jeder. So, aber einige. Arbeit würde ich bearbeiten, das ist gut. Alternativ, andere Schwelle, 65 Milliarden Marktwert. Genau, da kann man auch gut dran arbeiten. Auch erstrebenswert. Und zusätzlich natürlich noch, also neben dieser Alternative, man muss in mindestens drei Mitgliedstaaten diese zentralen Plattformdienst anbieten. Wann ist, kann man den Haken dran machen, das ist das erste Kriterium. Zweite Kriterium, man muss diesen sozusagen einen zentralen Plattformdienst gerade betreiben, der sozusagen die Werbenutzer als wichtiges Zugangstool für Endnutzer. Das setzt voraus, ich brauche also mindestens 45 Millionen Nutzer in der Europäischen Union, die diesen Dienst durchschnittlich nutzen im Monat. Das ist schon mal eine nicht ganz kleine Hürde. Und es müssen auch noch zusätzlich mehr als 10.000 gewerbliche Nutzer dazugehören. So, wenn man das auch noch erfüllt hat, dann gibt es noch eine weitere Hürde, nämlich man muss genau diese Tätigkeit, das geht dann um die dauerhafte, gefestigte Position, das muss man genau genommen 3 Jahre hintereinander, in den letzten 3 Jahren, Geschäftsjahren verpflichtet haben. So, wenn das der Fall ist, fällt man per se drunter. Nächste Folie. Und dann muss die Kommission, oder beziehungsweise kommen wir gleich zu, was die Kommission dann macht. Sie benennt dann denjenigen als Gatekeeper und ab dem Moment fällt er drunter. Vorher nicht. Also nicht gleich mit dem Krafttreten plus 6 Monate der Verordnung fallen jetzt alle Plattformdienste unter diese Regulierung. Nein, es setzt immer erst diese formale Benennung voraus. So, und dann, das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt davon, von den Verpflichtungen, die dann zukünftig diese benannten oder sogenannten Gatekeeper treffen. Insbesondere, das klang schon vorhin, glaube ich, auch an, also man darf dann personenbezogene Daten nicht zusammenführen aus verschiedenen Diensten, die man anbietet. Das ist in der Vergangenheit ja geschehen. Da will man einen Riegel vorschieben. Eigentlich könnte man sagen, ja, das ist doch ein klassisches Datenschutzthema. Warum regle ich das denn jetzt nochmal irgendwie neu? Kriege ich das nicht über die Datenschutzgrundverordnung?
genau genommen, ich darf in meinen sozusagen Nutzungsbedingungen für gewerbliche Nutzer keine Einschränkung vorsehen. Also die müssen die freie Wahl, weiterhin Wahlrecht haben, ihre Vertriebspartner, das darf ich nicht einschränken, in keiner Weise. Und auch, es gibt keine Verpflichtung dazu, gerade den Identifizierungsdienst des Gatekeepers zu nehmen, sondern muss auch jeden anderen wählen können. Und schließlich auch, wenn es um Softwareanwendungen geht, dann auch da muss man eine freie Auswahl haben können. Also man will damit verhindern, sogenannte Login-Effekte. Wenn ich also in ein System drin bin, wenn man keine Namen, also man hat zum Beispiel ein Smartphone einer gewissen Marke aus Amerika, die mit A losgeht, und hat dann auch noch verschiedene Notebooks oder andere nette Dinge, die man da kaufen kann. Und man gewöhnt sich an diese Welt, dann ist es zum Beispiel ja nicht relativ schwierig, von dieser einen Welt in den anderen zu migrieren. Und wie gesagt, das wird damit dann nicht mehr, also soll damit zum Beispiel verhindert werden. Nächste Seite bitte. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, also der Katalog der Verpflichtungen ist viel länger. Es gibt dann auch noch weitere Verpflichtungen, sogenannte ausfüllungsbedürftige Verpflichtungen, was auch immer das sein mag. Das sind 11 an der Zahl. Und auch da wieder eine kleine Auswahl, was dann zukünftig auf die Gatekeeper zukommt. Wichtig auch, vom Verfahren läuft das dann so ab, dass nach Inkrafttreten Gatekeeper, die vermeintlichen Gatekeeper, diese Schwellenwerte erreichen, eine Mitteilung an die Kommission machen müssen und die dann prüft, sind die Sachen erfüllt, ja, nein. Sind sie erfüllt, informiert man den potenziellen Gatekeeper, der kann sich dazu dann nochmal äußern, ansonsten wird er benannt. Und diese es gibt ja auch Fälle, wo das nicht ganz so eindeutig ist. Ups. Sind wir ein bisschen zu weit gesprungen, genau. Und deswegen könnte dann der potenzielle Gatekeeper oder Plattformbetreiber natürlich auch sagen, ich falle nicht drunter aus den und den Gründen. Und dann kann, wenn nicht alle Schwellenwerte erreicht sind, das steht dann sozusagen im Ermessen, pflichtgemäßen Ermessen der Kommission. Das ist auch ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, auch das ist was ganz Neues, gibt es so in der Form gar nicht. Man hat etwas eigentlich aus der Fusionskontrolle, sage ich mal, rausgenommen und gesagt, liebe Gatekeeper, ihr seid auch verpflichtet, wenn ihr euch, also wenn es so gespannte Zusammenschlüsse gibt, mit dem auch immer, dann musst du uns die vorher anzeigen. Unabhängig davon, ob es eine Fusionskontrolle rechtliche Anmeldepflicht gibt. Also genau genommen dient das der Informationsbeschaffung der Kommission. Und zum Profiling muss man auch alles vorlegen, wenn man das betreibt, und zwar geprüft von einer unabhängigen Stelle. Auch nicht ganz profan. Nächste Folie bitte. Genau, und die Befugnisse der Kommission, das sagte ich schon, also es gibt eine Pflicht zur Benennung, wenn die Kriterien alle erfüllt sind. Dann gibt es keine Möglichkeit zu sagen, mache ich nicht. Sie hat aber ein Ermessen, wenn eines der Kriterien nicht erfüllt ist oder es so eine Grauzone ist, dann muss sie eine sogenannte Marktuntersuchung durchführen und gucken, ist das tatsächlich ein Gatekeeper, weil möglicherweise auch in der Zukunft droht, dass er diese Schwellenwerte erreichen wird. Also wenn er nicht alle drei ohnehin erreicht hat, in den letzten 3 Jahren erreicht hat. Rechtlich eine recht spannende Sache, das liest sich da Aktualisierung von Pflichtverpflichtung relativ harmlos. Dahinter verbirgt sich aber, dass die Kommission den Pflichtenkatalog anpassen kann, ohne nochmal ein Gesetzgebungsverfahren zu durchlaufen. Also als Jurist hat man, also ich jedenfalls, so leichte Bauchschmerzen mit der Gewaltenteilung, weil normalerweise gibt es ja gute Gründe, warum es Gesetzgebungsverfahren gibt. Insbesondere halt auch, dass die Parlamente beteiligt werden. Und so überlasse ich der Administration oder der Kommission genau genommen in gewisser Weise ihre Befugnisse ja möglicherweise auszuweiten. Gucken wir mal, ob das dann hält, wenn dann möglicherweise irgendwann mal eine Klageflut dagegen vorgeht. Und dann die klassischen Untersuchungs-, Durchsetzungs- und Überwachungsbefugnisse über jede Behörde. Also sie kann Untersuchungen, Durchsuchungen etc. vornehmen. Sie kann Unterlagen anfordern etc. Warum das für die Unternehmen und für die Gatekeeper sehr relevant wird, ähnlich wie damals noch, wenn Sie sich erinnern, Datenschutzrecht. Bevor es die Datenschutzgrundverordnung gab, hat sich um Datenschutz, haben sich viele darum gekümmert, aber es hat möglicherweise gar nicht so sehr jeder so richtig ernst genommen. Ernst genommen hat man es dann aber, als man Geldbußen in relativ dramatischer Höhe eingeführt hat. Und dann hat das eine gewisse Aufmerksamkeit in den Unternehmen bekommen. Und das ist hier auch zwangsläufig so.
weil wir hier ungefähr in derselben Höhe liegen. Also auch maximal 10% des Gesamtumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr war ein Verstoß gegen einen der Fälle, der dort genannt ist in dem Artikel 26. Und die Kommission kann auch Zwangsgelder festsetzen, wenn sie verschiedene Sachen durchsetzen möchte. Dann allerdings nur 5% des durchschnittlichen Tagesumsatzes. Nächste Folie bitte. Also glaube ich schon am Ende, wenn mich nicht alles täuscht. Das war glaube ich schon die letzte. Ne? Kommt noch eine Folie? Meine Kontaktdaten, wenn überhaupt. Also falls Sie noch jemand interessiert, genau. Dafür ist LinkedIn zuständig. Genau, das kriegt man auch über LinkedIn oder andere Portale wie Xing oder wen auch immer. Genau. Die werden dann demnächst auch prüfen, sicherlich, ob die dann beispielsweise hier drunter fallen, diese Regelung. Ja. Ja, vielen Dank. Lieber Jens, ganz herzlichen Dank für auch Michel für euren Input jetzt erstmal. Das war jetzt viel Text, wo man erstmal setzen lassen müsste eigentlich, aber Gott sei Dank haben wir jetzt noch ein paar Experten in dieser Runde, die wir jetzt gerne noch erweitern sozusagen, auch in einem Dialog, dann einfach über dieses Thema zu sprechen. Und möchte normalerweise immer Ladies First, Lili Gatterer, Präsidentin vom Bund Deutscher Selbstständige. Bund der Selbstständigen Deutschland, sorry, genau, ich sage es immer falsch, aber gut, dass du da bist und mich dazu animierst, es richtig zu lernen. Du darfst dich dann selber auch gerne ein bisschen vorstellen, möchte aber gerne die Herren aus der Politik erstmal dazu rufen. Ihr beschäftigt euch jetzt sozusagen mit dem Thema und ich möchte es jetzt einmal politisch wertfrei euch vorstellen und dann fange ich einfach dem Alphabet geschuldet an. Und das nehme ich als erstes natürlich den Mike Ausendorf vom Bündnis 90, die Grünen. Du bist im Bundestag für uns aktiv und digitalpolitischer Sprecher, jetzt was gesagt, digitalpolitischer Sprecher von den Grünen und auch beschäftigst dich mit diesem Thema zurzeit. Genau. Also ich bin damit Mitglied im Digitalausschuss, aber auch im Wirtschaftsausschuss. Und da bin ich insbesondere auch für die kleinen und mittelständischen oder für die kleinen Unternehmen zuständig. Ich freue mich besonders hier zu sein, weil ich die letzten 17 Jahre, bevor ich in den Bundestag kam, selber als Kleinunternehmer tätig war, eigene gegründeten IT-Firmen. Insofern finde ich auch ganz gut, dass wir hier den Fokus haben auf KMU aus der ersten Präsentation. Dann würde ich da auch direkt mal drauf einsteigen, weil die liegen mir naturgemäß besonders am Herzen. Und, es ist ja ein, können wir das Mikro näher ranschieben? Danke. Das gehört ja zur Zielsetzung vom DMA, dass wir gerade versuchen, die Kleinen vor der Marktmacht der Großen zu schützen. Und jetzt hatten Sie ja, oder du hatten wir uns, glaube ich, eben darauf geeinigt, diesen Spezialfall rausgesucht für zielgerichtete Werbung. Und da müssen wir ja unterscheiden. Es gibt die sogenannte profilbasierte Werbung. Und, da ist es richtig, im Kommissionsentwurf ist ein Verbot profilbasierter Werbung für Minderjährige. Wir als Grüne sagen aber auch, wir wollen im Grunde profilbasierte Werbung komplett verbieten. Die Alternative, die wir anbieten, ist kontextbasierte Werbung. Wo liegt der Unterschied bei der profilbasierten Werbung? Da muss irgendjemand im Internet Profile erstellen, persönliche Daten sammeln über Vorlieben, welche Webseiten besucht da jemand. Und das wollen wir eben nicht, weil wir sagen, das ist nicht nötig, dass da so viel persönliche Daten erfasst werden. Es reicht eigentlich, um das Beispiel Wein aufzugreifen, wenn man kontextbasierte Werbung machen kann. Und bei kontextbasierter Werbung schaue ich also, wenn sich jemand für Wein interessiert, vielleicht für Südfrankreich oder Griechenland, dann kann ich sagen, wenn sich für diese Stichworte interessiert, dann blende ich im Kontext zum Zusammenhang Weinwerbung ein. So, und das ist, sehe ich ein, das ist nicht ganz so spezifisch wie profilbasierte, aber ich denke, da ist der Mehrwert immer noch da und wir schützen trotzdem Profil und persönliche Daten. Das ist ein Unterschied. Ich würde sagen, das reicht vielleicht erstmal als ein Punkt, dann gebe ich gerne. Aber darauf kommen wir noch zurück, ja. Da würde ich gleich noch was dazu sagen. Aber lass uns erstmal unseren nächsten Diskutanten sozusagen mit einspielen, Maximilian Funke-Kaiser. Du bist in einer ähnlichen Rolle, auch im Bundestag aktiv und für die FDP. Und ganz herzliches Dankeschön, dass du da bist. Ein kurzes Statement zu dem, was wir bis jetzt gehört haben. Ja, gerne. So wie Mike bin ich auch digitalpolitischer Sprecher der Freien Demokraten im Bundestag, ganz frisch. Auch frisch im Bundestag gewählt. Und natürlich setzen wir uns mit der Thematik DMA auch sehr ausführlich auseinander, weil es, denke ich, auch sehr, sehr zentral ist, wie wir auch in Zukunft mit Gatekeepern umgehen.
und auch als Europäische Union da geschlossen auch gegenüber den Vereinigten Staaten agieren, aber auch natürlich gegenüber China. Und was, denke ich, wichtig ist, um auch den Kontext zu kleinen und mittelständischen Unternehmen herzustellen, ich möchte übrigens auch anmerken, ich habe auch zwei Firmen gegründet, war Geschäftsführer von drei Firmen. Ich komme aus der Wirtschaft, obwohl ich jung bin. Na, sieht man mir vielleicht nicht an, aber das ist mir auch immer wieder wichtig zu sagen, dass ich auch Erfahrungen habe mit, hätte man nicht sagen müssen, sieht man, genau. Ich lass mir jetzt extra so ein Bart wachsen, damit ich älter aussehe. Was da, denke ich, wichtig ist, ist, dass wir unterscheiden zwischen, wer fällt unter die Definition Gatekeeper. Das wurde von Ihnen hervorragend mal dargestellt, da braucht man gar nicht mehr drauf eingehen. Da sieht man schon, dass es wirklich nur die Big Player betrifft. Ja? Was da, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, auch für kleine und mittelständische Unternehmen, auch wenn man größer werden möchte, das hat ja auch der Andi angesprochen, dass wir zwei Punkte berücksichtigen. Zum einen den Punkt Operabilität. Das ist ein Punkt, den müssen wir in den Trilogverhandlungen jetzt noch konkretisieren, sodass du auch Chancen nutzen kannst. Das ist, denke ich, das, was wir auch formulieren müssen, dass wir Chancen auch für kleine und mittelständische Unternehmen, für Startups auch bekommen, selber mal Gatekeeper zu werden, selber mal diese 65 Milliarden Marktkapitalisierung zu übersteigen. Hört sich Bild an, aber letztendlich müssen wir das ermöglichen, weil wenn wir jetzt einen DMA in Kraft treten lassen, der genau das verhindert, dann haben wir vielleicht die Deregulierung von den großen Gatekeepern in Amerika vor allem dann ermöglicht. Wir müssen natürlich auch darauf aufpassen, dass es auch gegebenenfalls einzelne europäische Unternehmen treffen kann. Ich würde da jetzt mal beispielsweise eBay mit anmerken oder auch Zalando. Da muss man natürlich aufpassen, aber es geht darum, dass wir auch hier die Chancen reinformulieren, dass wir hier, dass sich kleine und mittelständische Unternehmen an gewisse Systeme von bestehenden großen Gatekeepern andocken können, im Sinne der Interoperabilität, um selber auch Nutzen draus ziehen zu können, um hier auch diese Marktmacht, die ja da ist, auch aufzubrechen. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Da sind wir jetzt in den Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene. Da wird auch die Bundesregierung federführend das BMWK, da war heute ja unsere zuständige parlamentarische Staatssekretärin da, die Punkte einwerfen, dass wir den Punkt sicherstellen können. Und das Zweite sind sogenannte Killer Acquisitions, die man auch kritisch mit begleiten muss. Allerdings auch nicht hundertprozentig verhindern. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil viele VC-Finanzierungen als solches natürlich auch genau darauf aus sind, dass man dann auch entsprechend verkaufen kann. Ich denke, da ist eine Einzelfallbetrachtung wichtig. Ich sehe auch schon, dass du da ein bisschen schmunzelst, aber ich denke, im Koalitionsvertrag lange drum gerungen. Ja, es ist immer so eine Abwägungssache. Ne? Ich denke, um da auch das klar zu formulieren, da müssen wir auch einen Balanceakt hinbekommen, die Waage auch sicherstellen, sodass wir nicht die Situation haben, so wie ihr das auch formuliert, dass alles aufgekauft wird und wir hier den Markt zunichte machen. Genau. Auf der anderen Seite aber trotzdem kein Geschäftsmodell als solches verhindern, sodass am Ende die Situation da ist, dass gar kein Geld mehr in Startups fließt. Das ist eine Einzelfall- und Frage, die in diesem Gesetzgebungsverfahren dann relevant wird. Und da wird gerade eben auch auf europäischer Ebene werden da die Rahmen gesetzt. Und ich merke schon, ich rede ein bisschen zu lange. Tut mir leid. Das war mein Anfangsstatement. Wunderbar. Ich will jetzt nur auch die Ligatere einbinden, sozusagen, wenn du dich kurz bitte auch selber vorstellst, ein bisschen näher ans Mikro und ein bisschen lauter und dann auch dein kurzes Statement sozusagen zu dem Thema heute. Ich fasse mich kürzer als er, aber ich muss noch einmal sagen. Also, mein Name ist Liliana Gatterer. Ich bin die Präsidentin des Bundes Selbstständigen Deutschland. Aber ich leite nochmal einen Verband, das ist der Verband Rheinland-Pfalz und Saarland. Und das ist ein typisches Beispiel für kleine und mittelständische Unternehmen, weil man weiß, dass Rheinland-Pfalz eigentlich ein Flächenland ist. Wir haben nicht so viel Industrie, allerdings sind wir jetzt bekannt geworden, dass wir ein Geberland sind, weil ja unser BioNTech in Mainz sitzt und wir dadurch natürlich schon sehr viel Steuern bezahlen. Aber also soweit zu mir, ich bin seit 95 selbstständig, immer noch selbstständig und freue mich, beim Bundesselbstständigen zu sein.
junge Kollegen, also die selbstständig sind, sie sind ja schon zweimal selbstständig, aber auch die anderen kennenzulernen. Man lernt nie aus und ich bin ganz offen für alles, was es da so gibt. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmer das neue Gesetz, sofern wir es schon jetzt so nennen können, eine Gefahr sind. Ich glaube eher, dass wir dadurch die Kleinen schützen können, die aufgrund der großen Plattformen, die ja vorhanden sind, ich glaube, von 10 großen sind mindestens 7 Player, die also ganz große Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, dass unsere kleinen Unternehmer, die jetzt in den letzten 2 Jahren, während der Pandemie übrigens, sich viele digitalisiert haben, die das vorher gar nicht hatten und jetzt erst verstanden haben, was sie 30 Jahre eigentlich versäumt haben. Die erste Digitalisierung oder der erste digitale Verkauf war ja 1990 oder so. Und wir wissen, wer 3 Jahre später mit dem Online-Buchverkauf angefangen hat, der fliegt heute zum Mond. Wir sind leider Gottes 30 Jahre zu spät. Es tut mir leid. Also Deutschland ist einfach zu spät. Und wir kommen jetzt mit einem Gesetz, was man erst verstehen muss. Auf der einen Seite der unlautere Wettbewerb zwischen Großen und Kleinen. Und den Amerikanern gefällt das auch nicht, dass wir in Europa jetzt ihre Großen hier eigentlich regulieren wollen. Sie wollen das selbst machen, was übrigens auch am 2.2. gab es in Amerika einen Gesetzesentwurf, was aber noch nicht ganz durch ist. Also insofern, ich sehe das eine Chance für uns, für die kleinen mittelständischen Unternehmen, wenn man nicht Beispiel, ich habe einen Auspuff gesucht für meinen kleinen Smart. Ich bin ein Kleinunternehmer, also kann ich mir auch nur ein Smart leisten. Was habe ich gefunden? eBay oder über Amazon. Es gab keinen kleinen Unternehmer, der irgendwo eine Chance hatte auf dieser Plattform zu erscheinen. Ich habe er wird mit seinen praktisch mit seinen Möglichkeiten einfach abgeschnitten. Und deswegen begrüße ich das Gesetz. Ich persönlich als Unternehmer weiß noch nicht, was meine Kollegen sagen. Kurz genug. Perfekt, danke dir. Ja. Das bringt mich gleich zu Carola. Genau, ich habe hier mal das gelbe Händchen gereckt und hole mal das Zepter rüber in die digitale Welt. Weil was mich natürlich interessiert, liebe Lee, aber auch an dich, Ruth, gerichtet, Deutscher Gründerverband, das ist mal genau das, was du gerade gesagt hast. Ist es jetzt für eure Mitglieder, für euren Verband eher was Gutes? Weil ich bin ja Marketer mit Leib und Seele und das ist schon auch echt ein ganz schöner Brocken für Menschen wie mich, die da ganz zielgerichtet Werbung schalten wollen. Und ich weiß auch für junge Selbstständige, also nicht jung im Alter, aber jung in der Gründung, da ist ja Digital-Marketing, digitale Werbung wirklich die einzigste und beste Chance, da wirklich vorwärts zu kommen. Deswegen würde mich mal so ein bisschen interessieren, was ihr denkt, was auch eure Mitglieder dazu sagen. Ich würde sagen, es gibt da keine klare, einheitliche Meinung dazu, weil es gibt auf der einen Seite dieses Thema klar, Werbung, auf der anderen, wir müssen auch sehen, dass die digitale Werbung auch immer teurer wird. Und je nachdem, welchen Wettbewerb ich habe, es auch immer schwieriger wird, dann die richtigen zu treffen. Also ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass diese Budgets, je nachdem, welches Produkt ich habe und in welcher Saison ich unterwegs bin, dass da die Preise doch deutlich steigen. Deswegen sagen wir auch immer entscheidend, und da bin ich auch bei dir, bei der Marke, das eine ist,
natürlich ist die Werbung entscheidend, aber auf der anderen Seite ist auch die Marke selbst entscheidend, ist das Storytelling entscheidend, ist der Markenkern entscheidend und das Netzwerken. Und das sehen wir als große Chance bei vielen Gründerinnen und Gründern, Solo-Selbstständigen, Kleinunternehmen, gerade in den letzten 2 Jahren in der Pandemie, was auf LinkedIn passiert ist, wie sehr und toll das möglich war, über persönliche Kontakte, über persönliche Empfehlungen hier tatsächlich Reichweite aufbauen und Geschäft aufzubauen. Und deswegen denke ich, muss man ein bisschen unterscheiden bei den Branchen. Bin ich im B2B-Bereich unterwegs, hilft mir auch LinkedIn oder andere Plattformen sehr schön mit Werbung, klar. Aber noch besser sind da diese Social Digital Networking. Bin ich im Consumer-Bereich unterwegs, will das gesamte Bundesrepublik erreichen, dann sehe ich dieses Thema digitale Werbung auf diesen Consumer-Plattformen, ist das natürlich für mich super wichtig. Und deswegen gibt es keine unbedingt einheitliche Meinung zu diesem Thema. Lee, hast du da schon irgendwelche Strömungen wahrgenommen? Noch nicht so. Nein, das Thema ist für uns viel zu neu. Also wir haben selbst in den letzten 2 Jahren die Erhöhung der Digitalisierung schon mitbekommen, auch durch viele Förderprogramme, die es ja gegeben hat. Aber inwieweit da jetzt die digitale Werbung wirklich genutzt wird und inwieweit unsere Mitglieder, ich muss aber dazu sagen, wir sind branchenübergreifend. Wir haben alles. Wir haben also vom Apotheker bis zur Lokomotivführer oder in der Art. Insofern ist es ganz verschieden. Manche waren immer schon dabei und haben immer schon digital gearbeitet, sind immer erfolgreich gewesen und andere versuchen es. Also wir haben noch gar keine wirklich genauen Zahlen, wie was wo. Danke. Markus, ich glaube, du wolltest was sagen. Also zumindest hattest, okay, jetzt ist er aufgestanden. Würde ich mich mal einbringen an der Stelle mit fachlichem Beitrag. Gerade was Mike sagte, das Thema Einschränkung in die Profile reingehen zu können, sozusagen profilorientiert werden. Da fürchte ich natürlich jetzt und da oute ich mich jetzt mal als jemand, der sich mit Marketing und Kommunikation ein wenig schon seit ungefähr 30 Jahren oder noch länger beschäftigt, die Befürchtung, dass es dann natürlich für uns als Werbetreibende am Ende des Tages teurer wird. Warum? Kontextorientierte Kommunikation ist natürlich deutlich unschärfer als profilorientierte. Das heißt, ich muss mehr Geld ausgeben, um am Ende des Tages sozusagen die Streuverluste auszugleichen, die ich dadurch habe. Das heißt, es wird dadurch zwangsläufig teurer, weil ich einfach nicht mehr sagen kann, ich möchte genau die Zielgruppe und die erwische ich jetzt halt, sondern ich muss halt, oder wenn ich kann nicht mehr mit der Angel unterwegs sein, ich brauche ein großes Netz. Ein großes Netz ist einfach aufwendiger, verbraucht mehr Fäden, ist teurer. Deswegen wäre es mir wohler, wenn ihr sagt, es muss noch eine Möglichkeit geben, auch mit Profilen zu orientieren. Zumal wenn ich auch, seit ich in der Kommunikation bin, schon in den 80er Jahren, hat der Versandhandel Profile aufgebaut von den Kunden und gesagt, okay, wem schicke ich denn den großen Katalog und wem schicke ich möglicherweise einen kleinen Spezialkatalog? Ja? Wenn das zukünftig nicht mehr möglich sein wird, wird es echt teurer. Und ein anderer, vielleicht noch ein anderer Effekt, um den anzusprechen, ist natürlich, ich als Empfänger von Kommunikation bekomme dann auf einmal viel mehr Werbung, die mich überhaupt nicht interessiert. Weil ich, nur weil ich jetzt gerade mich im Umfeld von irgendwas bewege, heißt es ja noch nicht, dass mich das auch interessiert. Das ist auch ein Thema. Und noch eine Einschränkung, da bin ich doch schon fertig. Ich kann nicht mehr aus dem Kontext raus nicht unbedingt wissen, das Profil sagt mir, okay, das ist meine Zielgruppe. Ob sich die Zielgruppe in den Kontext bewegt oder dass ich den Weinliebhaber sage, denn wenn ich den auf Bier aufmerksam machen will, was durchaus Sinn machen würde, heißt es aber, erwische ich den da möglicherweise gar nicht, ja? Weil ich den gar nicht mehr targeten kann. Und das ist natürlich eine Unschärfe, die ich nicht haben wollen würde als Profi. Und ich würde einfach gerne diese Kostenerhöhung für den Mittelstand abfedern. Also, dass es eine Kostensteigerung geben kann, ja, kann ich mir vorstellen, aber das muss ja auch nicht zwangsläufig so sein. Ich denke doch mal, die profilbasierte Werbung an sich, die stellt ja auch einen Mehrwert dar, den sich die Anbieter auch verbieten lassen. Ja, das wird ja teurer sein, wenn ich da Selektionsmöglichkeiten habe. Also, aber ich gebe dir recht, es kann schon sein, dass es teurer wird und auf jeden Fall ist es unschärfer. Das ist
Richtig, aber jetzt ist es ja so, am Kommissionsentwurf ist es ja erstmal die profilbasierte Werbung noch erlaubt. Ich hatte ja nur gesagt, das ist eigentlich was, was wir nicht wollen, aber das ist ja noch in Diskussion. Nur für, die Kommission sagt auch für Minderjährige, das ist nicht erlaubt sein. Aber wie gesagt, das, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich denke, kontextbasierte Werbung, mir würde es reichen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt ja spezialisiert ist auf profilbasierte Werbung, dann hätte man es, würde man es hier behalten. Wir machen von Maximilian Eidorf, dann von der Regie. Du hast es jetzt richtigerweise schon gesagt, im aktuellen Referentenentwurf, dem Entwurf, der jetzt in Trilogverhandlungen reingeht, ist das. Den ihr heute diskutiert habt, glaube ich, oder? Genau. Es wurde heute unterrichtet, genau wie der Stand der Verhandlungen ist, nicht nur zum Digital Markets Act, sondern auch zum DSA. DSA ist dann natürlich auch nochmal eine Frage, die allerdings eher so in Bürgerrechtsthematik reingeht. Aber was ich ansprechen möchte, ich hatte in meinem Einführungsstatement mich jetzt tatsächlich nur erstmal auf die Chancen bezogen im Bezug auf die Regulierung von Gatekeepern, was man natürlich dann aber auch berücksichtigen muss, welche Auswirkungen hat das auf der anderen Seite, das, was auch angesprochen wurde, für Unternehmen, die selber Werbung schalten, also die Marketingbranche. Das ist, denke ich, wichtig, dass wir hier kein Pauschalverbot auch formulieren, sondern auf die individuelle Souveränität der einzelnen Nutzer im Internet eingehen und diese Souveränität stärken. Letztendlich kriegen wir das nur darüber hin, dass wir es ermöglichen, dass man selber, wir haben ja so eine Möglichkeit auch schon über die DSGVO geschaffen, über die Möglichkeit, Cookie-Bans und einzugeben, welche Cookies willst du tatsächlich auch auf deinem Rechner haben, wenn du auf Internetseiten da bist. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, möchte ich dazu sagen. Ne, auf jeder Internetseite das wegzuklicken, ich habe da auch keinen Bock drauf, also wie jeder andere auch. Was ich damit sagen möchte, und das ist, denke ich, was sehr, sehr wichtig, dass wir über Datendrehscheiben, über Datenspende, über so ein Datencockpit für jeden Einzelnen die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, welche Internetseite möchte ich Daten geben, welche Internetseite möchte ich keine Daten geben. Und das ist bisher so in diesem Ausmaß noch nicht drin. Ich denke, das ist auch nochmal ein Punkt, den wir reinbringen sollten. Weil dann hauen wir da nicht die Entscheidung von jedem Einzelnen als Politik ab, sondern lassen das jeden Einzelnen entscheiden. Ich persönlich lasse beispielsweise gerne mal Daten von mir auf einer Internetseite, die ich persönlich gut finde. Wo ich sage, die können gerne Daten von mir haben. Wenn ich bei Google unterwegs bin, da bin ich gerne auch mal im Inkognito-Modus unterwegs. Also diese Differenzierung muss möglich sein. Ich denke, das geht auch genau auch nochmal in diesen Punkt, dass wir die Regulierung von Gatekeepern auf der einen Seite auch aus guten Gründen jetzt anstoßen, auf der anderen Seite aber dadurch nicht den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die im Marketingbereich unterwegs sind und auch die selber zielgerichtete Werbung schalten möchten, komplett jetzt den Hahn abzufehlen. Das sollte natürlich dann nicht funktionieren. Aber ich habe hier eine wichtige Frage aus dem digitalen Bereich. Gibt es eine gemeinsame Position der Koalition zum Thema User-Profile? Gute Frage. Das ist ja im Prinzip eine Frage nach dem, also wenn es um die profilbasierte Werbung geht, nein, gibt es nicht. Das, da haben wir uns im Koalitionsvertrag nicht drauf verständigt. Das steht da nicht drin. Ja. Haben wir keine Position, sondern das divergiert ein bisschen. Aber jetzt haben wir zwei Positionen. Genau, das, was Maxi gerade gesagt hat, wenn ich mich an meiner Webseite des Vertrauens, mein Weinhändler, anmelde, dann kann ich natürlich selber entscheiden, diesem einen Händler die Daten zu geben, die ich für richtig halte. Da spricht gar nichts gegen, das wird auch gar nicht eingeschränkt. Das ist aber dann auch nicht profilbasierte Werbung im Sinne von dem, wie wir das gerne hätten, dass halt Google oder wer anders diese Daten sammelt und das dann als Dienstleistung. Das ist der feine Unterschied. Also jeder, der einen Webshop betreibt, darf natürlich die Daten der Kunden sammeln und auch auswerten. Du wolltest noch was dazu? Ja, ich wollte zu dir was sagen. Ist es denn nicht so, dass die Gatekeeper, die bisher alle Daten gesammelt haben und auch eigentlich Vermittler waren. Also das heißt, wenn ich irgendwas als Unternehmen verkauft habe, hat ja der Käufer ja wenig von mir selbst erfahren. Also konnte ja quasi kein Unternehmen, das irgendwas online verkauft hat, selbst an den Kunden kommen. Es ging ja immer über den Vermittler. Und hier, also zu mir bei den Großen. Ja. So. Und wenn ich aber jetzt die Möglichkeit habe, genau das Profil meines Käufers zu erkennen, also des Käufers für meinen Artikel, dann habe ich doch schon mal gewonnen.
Oder verstehe ich da was? Und ich glaube, dass also für uns, für die Kleinen, das eine gute Regulierung ist, denn dann weiß ich, okay, das ist die Frau Gatterer, die hat jetzt einen Ausbruch für den Mann gekauft. Möglicherweise braucht sie noch was für das Gabi oder das neue Dach oder was weiß ich was. Ja, das meine ich damit. Ja. Aber andersrum, Entschuldige, du hast schon recht, wenn du dich zu den Geldgebern zählst, dann kannst du natürlich die Werbung anders machen. So wie du sagtest, wird es teurer. Aber wenn du an unserer Stelle bist, als Käufer oder Verkäufer, ist es eine andere Angelegenheit. Da habe ich dich missverstanden. Ja, es ist natürlich ein bisschen insofern komplex, weil wir reden von unterschiedlichen Themen jetzt gerade. Wenn ich es richtig verstanden habe, da gucke ich jetzt den Jens an, aber es ist nicht so, dass wenn mit dem Gesetz ich als Mittelständler jetzt den Zugang zu den Profilen habe. Den habe ich nur dann, wenn ich ein eigenes CRM-System beispielsweise im Einsatz habe, wo ich also die Daten selbst sammle. Der Weinhändler, bei dem ich meine Daten zurücklasse, der die Daten auch auswerten kann, DSGVO-konform, kein Thema. Aber es würde nicht so sein, dass es Google, wenn wir das Beispiel mal nehmen, mir jetzt sagt, okay, das ist die Frau Gatterer, die jetzt diese Werbung angeklickt hat, das wird nach wie vor nicht sein. Sondern wir reden hier über Werbung, die ausgespielt wird, wo du aber deiner Werbung sagen kannst, bitte spiel mir diese Werbung bitte nur an Leute aus, die dieses Profil haben. Also prototypisch sozusagen, Personas, wie man in der Werbung sagt, an diese Zielgruppe ist das ausgespielt werden. Das kann ich zukünftig eben nicht mehr machen, weil diese Gatekeeper dann diese Profile gar nicht mehr haben, sondern nur sagen können, beispielsweise, wenn es danach ginge, nur noch sagen, okay, du spiel die Werbung, fällt aus, wo über Wein gesprochen wird. Aber ich kann nicht mehr sagen, bitte spiel die Werbung an geschäftsführende Unternehmer oder Geschäftsführer und Unternehmer und Selbstständige aus. Also nicht mehr selektieren. Weil das ist ein Profil. Okay. Genau. Ja. So, was sind denn die Länder? So, das wäre natürlich, das wäre eine deutliche Einschränkung in den Werbemöglichkeiten. Das würde es einfach teurer machen. Deswegen bin ich dann da eher bei der Lösung, das auf freiwilliger Basis auch weiterhin zuzulassen und nicht das komplett einzuschränken. Aber natürlich ist es auch so, dass die Großen natürlich diese Daten sammeln, auch wenn man es gar nicht will. Das ist natürlich das Thema, wo man sicherlich eingreifen kann zu Recht und so sagt, ich finde, wie hast du das genannt, Datencockpit natürlich eine feine Sache, wenn man mehr weiß darüber, wie deine Daten verwendet wird, dann kann man Frau auch entscheiden, ja, ich lasse es zu, ist ja okay. Ich möchte dir noch einen Marketer an die Seite stellen, nämlich der Jan Holstein wollte auch noch was sagen. Ja, gerne. Also danke, dass ich das Wort bekomme. Ich finde es eine große Chance tatsächlich, was da gerade stattfindet. Zum einen sehen wir es ja auch im Chat, was die Ruth geschrieben hat, irgendwie vielleicht sogar eine Möglichkeit für eine Plattform, die sich hier in Europa gründen wird und den Markt nochmal ganz anders irgendwie bedienen wird. Und zum anderen eine ganz große Chance auch wieder für Marketer. Ich sehe das gar nicht mal zwingend so, dass es teurer wird. Es wird sich verschieben. Das heißt, mehr Kreativität wird zukünftig gefragt werden, weil dieses, wir können nicht auf Spatzen mit Kanonen schießen, das wird nicht möglich sein. Und wir können nicht mehr so zielgerichtetes Targeting-Marketing machen. Dafür muss die Botschaft relevanter werden für meine Zielgruppe und die muss ich entsprechend besser ansprechen und genauer ansprechen. Und da sind halt dann wieder die Marketer auch in ihrer Kreativität gefragt. Und das, finde ich, macht das Ganze insgesamt viel, viel spannender. Muss ein Markt eigentlich so reguliert werden? Das ist die große Frage. Ich habe jetzt gerade im Chat auch gelesen, dann hat man vielleicht mal was auch gegen Facebook anzustinken oder wie auch immer. Aber warum schaffen wir nicht den Rahmen, die Rahmenbedingungen so, dass es auch ein europäisches Unternehmen auf Augenhöhe arbeiten kann? Warum sind wir da einfach schlechter als wie vielleicht manche Unternehmen aus anderen Kontinenten? Ja, das sind ja zwei Fragen mal erst. Also warum haben wir jetzt nicht so fortschrittlich oder so große Unternehmen? Das ist jetzt eine Frage, die kann man vielleicht langfristig mal angehen. Aber warum wollen wir es regulieren? Naja, also wenn ich mir das vorstelle, ich bin ein kleiner Händler und habe meinen Shop bei Amazon, dann bin ich den ja ausgeliefert. Die haben ja diesen Mechanismus, wenn sie identifizieren, da hat ein kleiner Händler ein interessantes Produkt, dann gucken sie sich das eine Weile an, lassen sich die Einkaufsbedingungen geben und sagen dann, nö, das machen wir jetzt mal selber. Und dann bin ich als kleiner Händler raus. Und das sind halt so Dinge, so Missbrauchsmechanismen, die werden mit dem DMA dann hoffentlich adressiert und ja, unterbunden, wenn es gut läuft. Ich hoffe mal, es klappt. Ja, oder das Gleiche ist eben ja, mit Facebook, die eben auch eine sehr starke Macht haben, jetzt vielleicht nicht so sehr im Handelsbereich, aber durch die Möglichkeit, zielgerichtete Themen zu setzen. Haben wir jetzt ja viele Missbrauchsfälle gesehen, die so Richtung Politik gehen, Richtung Manipulation, was man ja auch wirtschaftlich ausnutzen könnte. Und da bin ich der Meinung, ohne eine Regulierung kriegen wir das nicht in den Griff.
Auf dem anderen Blatt steht dann, wie schaffen wir es mal, auch große Konzerne hier zu halten. Das ist ja ein so ein Ansatz, den wir haben. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir versuchen, hier eine europäische Cloud-Infrastruktur aufzusetzen mit Open-Source-Mitteln. Das heißt, das ist aber auch ein Langfristprojekt, dass wir so einen Rahmen schaffen, dass Firmen einfach sich Dienstleistungen in der Cloud in Europa gehostet aufbauen können, in der Hoffnung, dass das irgendwann auch mal konkurrenzfähig vom Preis her ist zu amerikanischen. Das ist aber etwas, das wird nicht in den nächsten 2-3 Jahren fertig sein, das wird länger laufen. Das kriegt man nicht so von heute auf morgen umgestellt. Trotzdem vielleicht auch die Frage an dich, Jens. Wir haben ja Regularien, wir haben das Ganze ja mit DSGVO vor ein paar Jahren ja auch gemacht. Das hat natürlich viele klein- und mittelständische Unternehmungen gewisse Bredouillen. Also ohne großartige Beratung heute ein Newsletter zu versenden oder ohne großartige Beratung irgendwelche Kunden anzusprechen, anzutelefonieren oder so, was alles gut ist. Also ich finde, DSGVO ist ein guter Baustein. Es ist halt nur die Frage, ist alles immer richtig umgesetzt? Siehst du dann, dass es jetzt beim Digital Market Act ähnlich passieren wird, dass wir uns als Unternehmer immer mehr zurücknehmen und sagen, ach, bevor ich den jetzt wieder anschreibe, bevor ich da ein Newsletter, bevor ich Werbung verschicke, lasse ich es lieber sein. Und dann eigentlich eher wieder schlechter stehe, als wie irgendwelche großen Konzerne, die mit einem anderen Budget und Marketingtopf und auch Beratungstopf natürlich durch die Welt gehen. Das ist natürlich immer ein Risiko bei diesen Regulierungsthemen. Also was ich, glaube ich, viel kritischer sehe, ist natürlich, dass es langsam ein bisschen unüberschaubar wird, weil ich natürlich verschiedene Sachen nebeneinander habe. Also ich habe Telekommunikationsregulierung. Das ist ja eine Mischung zwischen Dienstregulierung und Infrastrukturregulierung. Dann gibt es jetzt dann neue Plattformregulierung, DSA, wurde ja auch schon angesprochen. Also es kommt immer mehr. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, es gibt natürlich eine Berufsgruppe, die freut sich darüber. Die hat dann wieder mehr oder viel mehr zu tun. Aber ganz offen gestanden, ich bin immer ein Fan davon, wenn man Gesetze liest, sollte sie jeder verstehen können. Und ich tue mich schon schwer, wenn man die Sachen hier durchliest, wie gesagt, ob das alles so verständlich ist, frage ich mich mal. Und ich glaube, man, also was dahinter steht, ist relativ klar. Man versucht halt Fälle, dass man will, wahrscheinlich Dinge, die man in der Vergangenheit entdeckt hat, was man nicht gut findet, abstellen, indem man sagt, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Und wenn du das und das machst, musst du so und so machen. Das ist per se theoretisch okay. Ansonsten muss ich ja wieder 10 Jahre lang ein Kartellverfahren anstrengen. Dann bitte geht es wieder vor die Gerichte, dauert nochmal 10 Jahre. Allerdings der Aufwand, der administrative Aufwand, also das ist ja die Anlage zu der Verordnung. Wenn man sieht, die Kommission, glaube ich, soll bis zu 50 Stellen dann schaffen. Das kostet auch noch mehr, glaube ich, 70 Stellen sollen geschaffen werden, die sich dann nur um dieses Thema kümmert. Und wir kennen jetzt ja schon sogenannte Sector Inquiries im Kartellrecht, wo dann Marktuntersuchungen durchgeführt werden. Und das werden wir in dem Bereich dann genauso kommen oder wird genauso kommen. Und ich befürchte einfach, dass es eine Flut von Informationen und administrativem Aufwand, den ich auch oder womit ich die Unternehmen belaste, was man vielleicht ein bisschen anders gestalten kann. Und so gerne ich bin ja Regulierer gerne und reguliere nicht gerne, aber ich bin Regulierungsrechtler, deswegen das macht sehr viel Spaß. Das ist eine sehr spannende Materie. Aber man muss wirklich erstmal sich überlegen, ob ich eine neue Materie schaffe. Passt das, wie passt es einander mit den bestehenden Dingen? Und da bin ich mir nämlich ganz immer so sicher, erst recht, wenn die Kommission als Mittel eine Verordnung nimmt, weil klassischerweise ist es schon immer ein bisschen angenehmer, eine Richtlinie zu haben, weil man die ganzen Länder damit mit einbezieht, aber gut, so ist es dann. Als hergebracht macht die Kommission das ja immer nur, wenn es ihr nicht schnell genug geht, wenn der Rat dann doch zu lange braucht, das Parlament auch nicht so richtig vorankommt. Deswegen, ich glaube, wenn man da mit mehr Augenmaß rangeht an die Themen, glaube ich, einfach die Verpflichtungskataloge nicht so lang macht, dann ist es nachher auch praktisch anwendbarer. Ansonsten artet das wieder im Streit aus, dass wir dann wieder doch massenweise Verfahren vor dem EuGH haben werden. Und wie gesagt, das freut Anwaltskanzleien, ansonsten freut das gar keinen. Gibt es einen Weg, Mitchell, wo man, ich sage ja mal, eine Basis findet, um ich sage mal, die Großen mit den europäischen Gesetzgebungen zusammenzukommen, wo man sagt, mit dem
Mit dem Level können wir spielen? Das ist eine sehr gute Frage. Und um das klar zu sagen, als Connected Commerce Council haben wir nichts gegen das meiste, was sich in dem Digital Market sagt, sich befindet. Konkurrenz ist gut. Es hat kein kleiner Unternehmer etwas gegen mehr Konkurrenz, mehr Wahl an Plattformen, die man benutzen kann. Aber zum Beispiel, warum benutzt man eben die großen Plattformen? Man benutzt sie, weil jeder andere sie benutzt. Wenn ich gezielte Werbung schalten will, dann will ich das Plattform benutzen, wo alle drin sind. Facebook zum Beispiel. Ich mache nur Facebook-Werbung. Ich habe nie Google-Advertising gemacht, Google-Werbung, nur Facebook. Und das macht, das funktioniert. Und ich finde, das Ziel von mehr Konkurrenz ist gut. Aber man muss dann eigentlich sehen, ob das kurzfristig oder auch mittelfristig realistisch ist. Wenn ich als Kleinstunternehmer eine kleine Werbung mit ich sage von bescheidenen Budget von 10 Euro, 20 Euro, um ein paar neue Kunden zu finden, schalte. Ich will das nicht zwei oder dreimal machen müssen. Ich will das nur dort benutzen oder schalten, wo meine Kunden höchstwahrscheinlich zu finden sind. Und dafür brauche ich diese gezielte Werbung. Ich will nicht hunderte von Euro ausgeben müssen, um hoffentlich einen neuen Kunden zu finden. Ja, aber du machst das ja auch in Facebook, sagst du ja selbst. Da kannst du ja auch den Betrag sagen, ich will für 50 Euro Werbung machen, ja. Dann machst du das. Ja, ja. Und das machen ja viele, das machen ja auch. Ja, ja. Und eben, wie die Herren gesagt haben, wird zurzeit nicht verboten. Mhm. Diese gezielte Werbung ist noch drin. Aber wir haben hart gekämpft, um das zu verbieten, muss man sagen. Und es gibt noch welche, die das noch verbieten wollen. Im französischen Senat, nicht nur in Deutschland, sondern auch im französischen Senat gibt es welche, die das verbieten wollen. Wenn du einfach eine Regional ausspielen willst, was will ich denn meine Werbung als kleiner Weinhändler in München meine Werbung in Hamburg ausspielen, weil im Kontext passiert. Ich brauche das Profil, ich brauche die Leute, die in München sitzen, weil ich denen und das, wenn wir das rausnehmen aus der Option, dann wird es extrem schwierig, gerade für den kleinen Handel, noch gezielt zwei Leute zu erwischen. Deswegen würde ich echt sehr gerne an euch appellieren, da nochmal reinzuschauen, ob ihr das so hinkriegt, dass das eben nicht diese Möglichkeiten ausschließt, weil das wäre echt fatal. Ja, wenn ich das sage, das macht die EU, habe ich doch irgendwo gelesen. Ich glaube, sogar hier, das gesagt hat. Also hier in Deutschland, wir überlassen das alles. Ja, also wir haben den Punkt, da war ich bei den Verhandlungen dabei, da haben wir keine gemeinsame Position. Wir hätten gerne gesagt, das Profilbasierte wollen wir nicht. Und die Kollegen von der FDP, die wollten das. Wir haben gesagt, wir wollen das Profilbasierte nicht und ihr wolltet es ermöglichen. So, und deswegen haben wir gesagt, haben uns nicht geeinigt, deswegen haben wir uns nicht dazu geäußert. Und das heißt jetzt auch, dass die Bundesregierung, wenn sie in die Verhandlungen geht, das halt nicht vorantreiben wird, weil wir haben uns nicht darauf geeinigt. Das heißt, da hat die Bundesregierung praktisch keine Meinung dazu. Okay. Die Bundesregierung, da wir uns als Koalition auf keinen Standpunkt geeinigt haben, wird sich bitte zu dem Punkt profilbasierte Werbung nicht Stellung beziehen. So. Ja. Das heißt doch für uns, Entschuldigung, nur eine Frage, Nachfrage. Für uns als Mittelstandsvertreter macht es Sinn, dann doch ein bisschen die Stimme zu erheben und zu sagen, Achtung, aufpassen, da droht Ungemach für uns als mittelständische kleine Unternehmer. Ja, das ist nie verkehrt, seine Meinung einzubringen, aber an der Stelle wird halt jetzt auf deutscher Ebene nichts passieren. Das ist halt so, wenn man in der Koalition keine Einigung hat, dann macht man an der Stelle nichts. So, also müssen wir in Brüssel aktiv sein. Ja, du hast recht, der Koalitionsvertrag steht, ne, und wie du sagst, ne, das ist natürlich jetzt so streng gemeint. Ich muss auch dazu sagen, im Vergleich zum Mike war ich nicht in den Koalitionsverhandlungen dabei. Ne. Aber ich bin auch der gleichen Meinung wie die Kolleginnen und Kollegen, die das entsprechend verhandelt haben. Was ich allerdings schon sagen möchte, wenn es hier auch im Mittelstand bei den KMUs da noch Bedarf gibt, das nochmal entsprechend zu formulieren, auch an die Politik, dann steht das natürlich eben auch frei. Ja, ich meine, das wird ja in anderen Bereichen auch gemacht, wenn es um Umwelt- oder Klimaschutzthemen geht, wird das ja gemacht. Also es ist nicht verkehrt. Nee, das hattest du nicht gesagt. Genau. Nicht ändern. Das ist der Punkt. Darf ich vielleicht noch einen Punkt von Manfred Heiß in die Runde geben? Ich lese mal ganz kurz vor. Stellt sich die Frage, wie die außereuropäischen Märkte auf eine EU-Regulierung reagieren werden, mit eigenen Regulierungen, Fragezeichen. Das würde dann für die international agierenden Mittelständler zum Problem werden können. Was sagt denn die Runde dazu?
Also die, soweit ich weiß, plant die USA sowieso auch eine Regulierung. Ich kenne aber nicht viel über die Inhalte, aber ich glaube nicht, dass die sich groß um Mittelständler kümmern werden, sondern es geht wirklich darum, die großen Marktgiganten zu regulieren. Da würde ich jetzt mir wenig Sorgen machen. Ich würde auch tatsächlich nochmal auf den Punkt eingehen wollen, zu Beginn, weil wir haben aktuell keine Gatekeeper. Gatekeeper hört sich böse an, aber unser Ziel sollte schon sein, dass wir so einen bekommen. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich die aktuelle Marktsituation anschauen. Und von den Großen, bei denen wir unterwegs sind in Deutschland, Facebook, Amazon, Google, amerikanische Unternehmen. Ich bin jetzt kein Feind der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es geht ja darum, dass wir ein Playing Level Field schaffen, wo wir faire Marktbedingungen für alle Teilnehmer haben. Und genau darum geht es beim DMA. Und von daher möchte ich auf das Eingangsstatement nochmal eingehen und appellieren daran, dass man da eben auch die Chancen sieht, wie auch die Kolleginnen und Kollegen hier im Chat oder im Call auch angesprochen haben, dass es hier eben auch im Sinne der von der auch angesprochenen Interoperabilität auch der Möglichkeit, trotzdem noch auch hier OC-Finanzierungen zu ermöglichen, selber auch solche Unternehmen zu bekommen, damit wir eben auch auf Augenhöhe zu den Vereinigten Staaten und eben auch China kommen. Das ist ein wichtiges Stichwort, Interoperabilität und Chancen. Damit eröffne ich ja gerade zumindest für die IT-Firmen, mache ich Türen auf, um an die Daten ranzukommen von den Marktgiganten, um dann eigene Geschäftsmodelle zu bauen. Und das ist ja das, wo man da hinzukommen, was man eigentlich tut für Mittelstand und für innovative Unternehmen. Und das könnte dann auch ein Schritt sein dahin, dass wir vielleicht mal so einen Giganten hier selber haben, der sich irgendwo raus entwickelt und vielleicht eine schlaue neue Geschäftsidee entwickelt, die verschiedene große Plattformen anzapft und einen neuen Dienst anbietet. Die Chance ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam, aber auch sicher auch zur Schlussrunde. Wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue und sehe, was da hinten gerade passiert, müssen wir ein bisschen Gas geben. Ich frage jetzt einmal so ganz salopp in die Runde. Gerhard Polt, weiß nicht, ob die Leute Gerhard Polt noch kennen. Braucht es das? Longline. Braucht es das? Braucht es das wirklich? Ein Teil vielleicht, nicht das Ganze. Also ich glaube, man kann tatsächlich mit den bestehenden Instrumentarien des Kartellrechts genug anrichten, genug tun. Und also ich hätte mir gewünscht, aus rechtlicher Sicht, es wäre nicht ganz so weit ausgefallen, wie es denn zumindest, mal gucken, was rauskommt am Ende nach den Trilog-Gesprächen, aber in der Hoffnung, dass es ein bisschen zusammengedampft wird und nicht noch weiter ausgeweitet wird. Ja. Also es gibt Vorteile und Nachteile, immer auch und überall. Und so wie Sie sagen, wenn wir es aussuchen könnten, sollte vielleicht, also ich habe gelesen, 72 Seiten oder was ist dieser Vorschlag. Habe ich natürlich nicht gelesen. Ja, Sie klären mich hier auf. Nein, Spaß beiseite. Kein Spaß. Ja, okay, und zwar haben Sie zu lange Zeit. Also ich verdachte ja nicht mal. Ich meine, dass wir für verschiedene Branchen ein Plus bekommen und für manche ein Minus. Und wir sollten schauen, wie wir das ausgleichen können. Vielleicht durch Politik, vielleicht auch durch Eingaben der Verbände und die sagen, hallo Brüssel, wir möchten gerne diese und diese Änderung. Wäre so spannend. Also ich sehe deutlich mehr die Chancen für die kleinen und mittelständischen. Das ist ja die Zielrichtung im Grunde vom DMA von Anfang an gewesen, weil ohne eine Regulierung der großen Marktgiganten haben kleine wenig Chancen. Und gut, es gibt sicherlich für spezifische Anwendungsfälle mag es Nachteile geben, aber unterm Strich, glaube ich, haben wir eine riesen Chance, die sich daraus ergibt, gerade für die Kleinen. Kann ich mich nur anschließen. Es geht darum, dass wir Chancen ermöglichen. Das werden wir durch den DMA so auch gerecht fahren. Sollte nicht sein, dass wir zu regulativ reingehen und Chancen verbauen. Unser Ziel sollte sein, dass wir eben selber, so wie ich gerade eben vorhin meinte, ein europäisches, deutsches Gatekeeper-Unternehmen bekommen, vielleicht sogar auch mehrere. Und ich denke, da hat der DMA eine gute Grundlage geschaffen. Da werden wir jetzt auch in den Trilogverhandlungen noch schauen, dass es an den ein oder anderen Stellen besser wird, beziehungsweise nicht schlechter.
Ich würde sagen, an die Frage, ob wir das brauchen oder nicht brauchen. Wir würden es sowieso bekommen. Ob wir würden das wollen oder nicht. Das könnte ich mal dir verhindern. Ja. Es gibt auch Gutes drin. Sagt gerne was dagegen. Unsere Frage, unsere Bitte an die Politik ist nur, versucht, möglichst diese Kollateralschäden zu vermeiden, indem Dinge entschieden werden, die zum Teil auch ohne große Öffentlichkeit Debatte aber gesegnet werden. Diese ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber der Antrag auf das bestimmte Arten von Werbung auf Basis von Profilbasierte Werbung? Nein, die sensiblen Daten. Die sensiblen Daten. Hat man das eigentlich durchdacht? Zum Beispiel, wenn Sie eine Zeitung für Schwule oder Lesbien haben und Sie benutzen diese gezielte Werbung, um andere Schwulen und Lesbien zu erreichen, jetzt wird das verboten. Hat man das eigentlich durchdacht? Wenn Sie eine Kirche für eine Kirche Werbung schalten und Sie wollen nicht alle möglichen Leute, alle Gläubigen ansprechen, sondern nur diejenigen, die christlich sind. Ja, hat man das eigentlich doch gedacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass dieser Antrag ist in dem Parlament ohne große Debatte abgesegnet worden. Das hat man schon gedacht und durchdacht und da hat man einfach gesagt, da wiegt der Datenschutz schwerer als Werbeinteressen, gerade bei diesen ganzen vielen Daten, weil eben auch eine Missbrauchsmöglichkeit immer da ist. Auch wenn die Leute selber freiwillig diese Daten aufgeben. Ich stelle die Frage auf, ja. Deswegen, weil ich gay bin. Ich bekomme ab und zu mal gay-bezogene Werbung in meiner Instagram-Profil, Facebook-Profil. Das wird jetzt verboten. Vielleicht interessieren mich mehr diese Dinge. Ja, und das ist schön, wenn du da Werbung bekommst, die du haben willst, aber das Missbrauchspotenzial ist eben auch da und dann kann auch mal jemand, der an die Daten kommt, dann Bedrohungsszenarien auslösen oder sonstige Missbrauchs machen. Na, oder vielleicht kauft er dir jemand für gibt's den Datenschutz. Vielleicht werden die Daten verkauft nach Polen und du fährst nach Polen und kriegst Probleme, weil die wissen, was deine sexuelle Vorlieben sind. Da sind dann eben, wenn man das weiterdenkt, ganz viele Möglichkeiten des Missbrauchs. Ja. Ich denke, da ist auch nochmal der Punkt persönliche Souveränität sehr, sehr wichtig. Was ich vorhin noch sagen wollte, ist, wir müssen aber natürlich selber auch jeden im Sinne der Bildung, was mit einem passiert, wenn man im Internet unterwegs ist. Da müssen wir natürlich auch noch rein. Wenn wir an die Eigenverantwortung, an die individuelle Entscheidung rangehen, dann muss jeder auch wissen, was es bedeutet, wenn man im Datencockpit jetzt sagt, generell ja. Da muss das jeder wissen. Aber die persönliche Entscheidung, und du hattest es ja gerade eben gesagt, du möchtest diese Werbung, dann würdest du das ganz explizit so anmerken. Wenn das nicht, obwohl das natürlich bei den Punkten, die du angesprochen hast, Glaube, sexuelle Orientierung auch noch mal sensibler ist als andere Faktoren. Das muss ich auch sagen. Das ist noch mal was Defizileres. Ja. Ich finde, ich bin sehr dankbar für die Diskussion heute Abend, weil ich habe jetzt verstanden, um was es geht, besser als ich es vorher wusste. Das ist mein eines. Mir ist klar geworden, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht wirklich lauter sein müssen, damit Dinge auch, damit das Leben für uns Mittelständler nicht schwieriger wird, als es eh schon ist. Ja, deswegen sollten wir da die Stimme an der einen oder anderen Stelle erheben. Natürlich ist es immer ein Dilemma zwischen Missbrauchsoptionen und Überregulierung. Das ist ja immer so ein klassisches Feld, wo man sich streiten kann und wahrscheinlich auch streiten muss, wie man es dann tatsächlich ausprägt. Daran müssen wir arbeiten, die Diskussion müssen wir weiterführen. Schade ist unser Brüssel-Botschafter heute nicht dabei, weil er wollte eigentlich dabei sein. Den werden wir jetzt mal aktivieren und sagen, da müssen wir in Brüssel nochmal aufschlagen, dort ein bisschen Rabatz machen und dann gucken, dass wir da in die richtige Richtung laufen. Aber vielen, vielen Dank für die Diskussion von meiner Seite. Ich weiß es viel mehr, um was es geht als vorher. Danke dafür. Danke dir. Carola. Ja, also. Vielen Dank dafür.
Ja, das ist super. Also ich bin total angetan auch von den Diskussionen, die hier im Chat geführt werden. Ist wirklich super, macht richtig Spaß. Und ich glaube, wir hätten wirklich noch lange weiter diskutieren können. Maximilian, an dich mein spezielles Dankeschön. Datencockpit, das werde ich jetzt zu meinem neuen Lieblingswort machen. Weil das ist ein ganz wichtiges Wort. Also finde ich richtig gut. Also von dem her auch danke meinerseits. Ich gucke jetzt auch noch mal hier in die digitale Runde. Die meisten haben das Mikro aus, aber wenn jemand noch ganz kurz was sagen möchte, bitte gerne. Und dann würde ich auch an euch wieder nach Berlin zurückspielen. Wunderbar. Danke dir. Ja, ich möchte mich einfach hier auch an dieser Runde nochmal bedanken, dass ihr hier in Berlin aufgeschlagen seid. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Zuschauern, Zuhörern, Mitmachern hier im Internet. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid und uns hier trotz Akustikprobleme, Internetprobleme ausgehalten habt. Wir sehen uns gerne live wieder. Wir haben ja gehört, ab 20. März beginnt nicht nur der Frühling, sondern wir beginnen auch wieder eine neue Zeitrechnung und dann mit vielen, vielen Live-Events mit durchaus mehr Personen. Trotz allem immer.